Seid gegrüßt, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück auf dem Hof Frühling. Ja, eigentlich wollte ich jetzt gerade mit dem Düngerstreuer rausfahren und Feld 13, das ich mit meinem Kollegen zusammen Saatbett gegrubbert und angedrillt habe, noch eine Düngestufe aufbringen. Aber wie so oft kam es anders, als man denkt. Und ich hatte einen Anruf bekommen, zum einen von der Molkerei, die brauchen dringend wieder etwas Milch. Und zum anderen hat der Supermarkt angerufen, wie es denn aussieht, ob ich Salat und Tomaten liefern kann. Ja, und da ich Geld brauche, habe ja auch ein paar Lohnkosten gehabt für den Kollegen, ne? Der arbeitet ja nicht umsonst bei mir, habe ich mich entschlossen, jetzt erstmal das Milchfass anzuhängen, die Milch zu liefern und den Salat und die Tomaten, damit ein paar Euro zu verdienen, und dann fahren wir halt hinterher raus und düngen unser Feld. So. Ja, allzu viel Milch ist es nicht. Es sind 3300 Liter. Aber besser wie nix. Gibt auch ein paar Euro. Und zum anderen möchte ich natürlich die Molkerei auch nicht verärgern. Nicht, dass sie dann sagen, naja, der kann nicht liefern. Dann müssen wir vielleicht den Vertrag mal ändern oder im schlimmsten Fall kündigen. Nee, das machen wir nicht. Wir liefern jetzt an und dann geht's wieder raus auf den Acker. So. Den müssen wir auch auf jeden Fall mal tanken, sehe ich hier. Den Favorit habe ich schon aufgetankt, vor ein paar Tagen. Aber hier ist es auch über die Hälfte leer. Von daher müssen wir da mal was tun. So. Auch immer ganz schön eng hier hinten drin, aber mit dem Drehschemelfass kein Problem. Ach, ich hätte ja auch noch eine weiterfahren können, sehe ich gerade. Naja, viele Wege führen nach Rom oder beziehungsweise zur Molkerei. Dann machen wir das halt so hier. Gut, dann schauen wir mal, was uns das Ganze einbringt. Naja, fast 4400, das ist nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall leben damit. Ja, ich weiß, die sehen das nicht gern, wenn man hier hinten diesen kleinen Schotterweg rumfährt, aber ich hab's halt wieder getan. So, und jetzt fahren wir noch zum Supermarkt. Und auf dem Rückweg geht's an die Tankstelle. Diesel und Kaffee fassen. Kaffee ist doch dort immer noch umsonst. Mal sehen, wie lange noch, ne? Im Zuge, dass überall alles teurer wird und ja, viele Unternehmen doch auch ein bisschen sparen müssen. Könnte ich mir noch vorstellen, dass die das irgendwann auch mal abschaffen. Ich hoffe es natürlich nicht. Oh, sorry. Der LS-Frosch. So, und jetzt nehmen wir hier hinten gleich wieder den schönen Schleichweg.
Der hat natürlich den Vorteil, dass ich das Fass vorwärts unters Dach ziehen kann. Ja, und nochmal zurück zur letzten Folge. Hatte ja gesagt, Saatgut, mal sehen, was rausgeht. Und das war reichlich, ne? Also es ist in der Saatmaschine sind noch, weiß gar nicht, 33% drin. Naja, ist ja auch kein kleiner Acker, ne? So. Hängen wir ab das Ding. Und packen uns den Einachser hinten dran. Spanngurte sind fest. Dann geht's gleich nochmal los hier. So, und wie man sieht, der Raps ist auch schon aufgegangen. Sehr, sehr schön. Der Mais, der steht ja wirklich dieses Jahr hier gigantisch hoch, ne? Aber auch meine Sonnenblumen da unten. Ja, das Ganze können wir im nächsten Monat ernten. Noch habe ich keinen Anruf vom Händler bekommen, dass er den Maispflücker geliefert bekommen hat. Aber er hat gemeint, allzu lange sollte das nicht dauern. Das Ding wäre wohl lieferbar. Und ja, also rechne ich da heute oder morgen damit, dass der mich anruft und wir das Ding abholen können. So. Jetzt müssen wir mal sehen, wie wir das hier am dümmsten machen. Am besten hier so ein bisschen vorwärts rein und dann rückwärts in die Ladezone ranschieben. Natürlich möglichst ohne irgendwo hängen zu bleiben. Und vielleicht erstmal auch noch die Spanngurte lösen. So, und die Kollegen sind natürlich schon hier direkt rausgekommen auf die Rampe, laden mir das Zeug ab. Und das waren auch noch mal knapp 2000 Euro. Sehr, sehr schön. So, jetzt wollte ich eigentlich heute mal vorschriftsmäßig hier rausfahren. Weil letztens haben sie wieder geschimpft mit mir.
Die haben ja irgendwo recht, ne? Wenn es ja schon eine kleine Verkehrsordnung gibt, dann sollte sich auch der Landwirt dran halten. Wobei, wenn ich sehe, dass hier die Einkaufswagen manchmal einfach so in der Botanik rumstehen, so wie hier zum Beispiel, ne? Tja, ohne Worte das Ganze. Der Tankwart hat auch wieder sein Auto da vor der einen Säule stehen. Aber mit dem möchte ich mir es nicht verscherzen, ne? Ihr wisst ja, wegen meinem Kaffee. So. Und da geht das schöne Geld wieder dahin. Aber ohne Diesel fährt der Trecker nun mal nicht. 161 Euro, das ist ganz okay. Kann man leben damit. Sind auch beide Traktoren, muss ich sagen, recht sparsam. So, und jetzt können wir uns unserem Feld 13 widmen. Mineraldünger ausbringen. Die zweite Düngegabe werde ich dann im Frühjahr drauf machen. Nicht, dass wir das Ganze jetzt überdüngen und ja, die Pflänzchen an Überdüngung sterben. Eier ist noch nichts zum Verkaufen weiter. Da ist erst eine halbe Palette voll. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Honig können wir im Winter eine Palette verkaufen. Vielleicht wird ja auch da noch was dazukommen. Sehen, was meine Bienchen so produzieren. So, räumen wir das Ding gleich wieder auf. Ich habe fast wieder die Tür vor den Kopf geschlagen. Das ist immer hier eine verdammte Zirkelei hier rein. So, wie war denn das jetzt? Nee, so nicht. Mit der Rundumleuchte einklappen. Irgendwie ging das doch. War's so? Nee, war's nicht. Auch nicht. Ah! Die ging doch runter zu klappen, bin ich mir doch 1000% sicher. Oder auch nicht. Na gut. Dann glitscht sie halt durchs Dach. Kann ich es nicht ändern. So, und hier hat man es immer so gemacht, dachte ich. Dass ich von der Seite außen ran trete. Ich hoffe, dass der jetzt so weit drin steht, dass hier das Tor zugeht. Ja, gerade so. Fahren wir den noch raus. Frontlader muss ich dann auch noch wegräumen, aber das kann ich auch heute Abend machen. Gut. Und jetzt gehen wir endlich düngen. 63%, 1500 Liter. Na, ich würde sagen, wir schauen einfach mal.
Er hätte auch oben rumfahren können. Es wird sich wahrscheinlich nichts nehmen von der Entfernung her. Fahren wir halt hier rum. Gucken mal, was an der Pizzeria los ist. Nicht viel. Und das, obwohl fast Mittagszeit ist. Mal sehen, da werde ich mir vielleicht dann noch eine auf dem Rückweg mitnehmen. Bei denen schmeckt die Calzone so wunderbar gut. So, 20 Meter habe ich, glaube ich, eingestellt. Wir gucken mal. Das passt ganz gut, denke ich. Geht der Gang wieder nie rein. Ziehen gleich mal eine Schleife hier. Tja, Mist und Gülle ist nicht so viel. Wir haben ja auf das eine Feld am Hof, die 12 ist das, glaube ich, letztens mit unserem organischen Dünger gearbeitet. Aber ja, dadurch, dass sich meine Kühe nicht vermehren, wird es nicht unbedingt auch viel mehr Mist und Gülle. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Weil wir haben einen wunderschönen Miststreuer, wir haben ein schönes Güllefass. Nur wir haben nichts reinzutun. Das ist wirklich, wirklich jammer, jammer schade. Und im letzten Video hatte ich ja noch das Thema Kollege, Helfer angesprochen und habe ja gesagt, dass ich den Namen vergessen habe, beziehungsweise ja, ihm vielleicht noch gar keinen gegeben habe. Und da ich aber die beiden Folgen hintereinander aufgenommen habe, kann ich jetzt leider gar nicht so richtig auf eure eventuellen Vorschläge eingehen, falls es denn welche gegeben hat. Aber ich würde das dann auf jeden Fall bei der nächsten Frühlingswoche nachholen wollen. So, aber mit dem Mineraldüngerverbrauch sieht es eigentlich ganz gut aus. Kann ich mich nicht beschweren. Hatte eigentlich befürchtet, dass da mehr rausgeht. Aber besser ist es, wenn es andersrum kommt, so wie hier.
So, haben wir hier noch das ganz kleine Dreieck. Und dann könnten wir eigentlich gleich noch unseren Raps auch die erste Düngegabe verpassen. Und dann wären die beiden Felder an und für sich für den Winter vorbereitet. Sprich, müssen wir dann nur im Frühjahr nochmal eine Düngegabe verabreichen. Und dann wäre es gut. Dann muss nur noch das Wetter passen. Der Regen, dass die Saat aufgeht. Naja, ihr wisst schon. So, da werden wir hier auch erstmal eine Bahn außen rum ziehen. Was ist denn jetzt hier? Immer beim Anfahren, ne? Es wird Zeit, dass der Service gemacht wird. Hier sind es ja maximal, denke ich, noch zwei Bahnen. Man sieht es natürlich jetzt schlecht hier, wo gedüngt ist und wo nicht. Müssen wir halt einfach ein bisschen Überlappung fahren. Und dann sollte das schon passen. So modernen Schnickschnack wie GPS oder so, ja, habe ich leider nicht. Ich glaube, das lohnt auch nicht, auf die alten Schlepper hier oder auf den alten Schlepper das noch nachzurüsten. Einfach weil auch die Felder viel zu klein sind. Aber so manches Mal habe ich schon gedacht, wäre nicht schlecht, wenn du es hättest. Aber da habe ich schon mal nachgefragt, da will der Fendt-Händler, ich glaube, 15.000 Euro haben für die Nachrüstung. Und zum einen habe ich die nicht und zum anderen ist mir das auch ehrlich gesagt die Sache nicht wert. So, ich würde sagen, gut. Mal kurz aussteigen. Ja, und hier haben wir halt die Fruchtfolge gut, nur ist es jetzt halt so. Hier sind wir jetzt komplett fertig mit dem Acker, weil hier war ja Mist drauf gekommen. Und ja, jetzt muss es nur noch wachsen. 100% Ertragsbonus, auch schön, kommt daher, weil wir ja hier mit dem Saatbettgrubber das Feld vorbereitet haben. Tja, mehr kann ich jetzt erstmal nicht tun. Sicherlich mit der Fruchtfolge, mit der perfekten, wäre noch was rauszuholen gewesen, aber hätte, hätte Fahrradkette. Jetzt ist es so und da muss ich damit leben. Und ich kann auch damit leben, denke ich. So, den Streuer werden wir jetzt gleich erstmal wieder verräumen. Ich
Geht noch ein Stück zurück. Ja, geht noch. So, und damit gut, würde ich sagen, haben wir doch wieder allerhand geschafft heute. Und damit möchte ich gern die Folge beenden. Ich hoffe, wie immer, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder auf dem Hof Frühling. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.